Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Factorio. Wow, wir haben sogar ein wenig Petroleum. Ich bin ja fast schockiert. Rohöl sieht eigentlich auch ganz gut aus. Vielleicht sollten wir die Raffinerien ausbauen. Zumindest ist es auf dem Fünfer. Wir haben jetzt ja eigentlich genug. Können wir noch Raffinerien bauen? Wo sind die? Zwei Stück. Na, hervorragend. Da knüppeln wir die jetzt einfach damit ran. Und hoffen, dass wir denn ein bisschen schneller hier zu Potte kommen. Das ganze Schweröl lassen wir ja umverarbeiten zu Raketentreibstoff, der aber irgendwie Ewigkeiten braucht und da sind lauter Rohre am Weg, deswegen kann ich hier nicht langlaufen. Aber das finde ich okay, dass der kann da diesen Trödel da praktisch dafür wegverbrauchen. Weiß denn jetzt einer? Hier ist, glaube ich, Öl denn, oder? Ja. Da hat gerade noch eine gebaut. Ach, die wird noch hergestellt. Die wird noch hergestellt. So. Ich weiß zwar noch nicht so wirklich, wie wir das da überall rein ditchen, aber kriegen wir schon irgendwie hin. So, Wasser to go. Ehrlich? Tja. Ja, supi. Oh, so Mist, ich brauche Eisen, ich brauche Rohre. Sonst wird das nicht. Es ist halt doch echt schade, dass ich für alles so weit laufen muss. Aber Eisen, ja gut, wir haben jetzt natürlich keinerlei Forschung. Das ist natürlich auch viel, was da jetzt an Materialien wegfällt. Wir könnten jetzt wahrscheinlich auch Unmengen an Strom sparen. Ach, Raketentreibstoff ist echt das Problem. In Anführungsstrichen. Also ich meine, es kommt ja was an. Aber offensichtlich dauert das eine ganze Weile. Dann laufen wir hier durch die finstere Welt. Und da glaubt man auch mal ein paar Lampen aufstellen hier unten. Ein Wusel. Wusel hier. Wusel die Dings da. Wir kriegen mal Leichtöl da rein. So. Und so. Und Schweröl. Der Gott muss irgendwo da ran. Das, da kann man nicht ran. Na gut. Mist.
Nochmal Mist. Jetzt machen wir was, was ich eigentlich nicht machen wollte, nämlich das Ding hier dicht. Aber wir machen es nicht ganz dicht, wir machen es mal so. Mal wenigstens noch ein bisschen durchlaufen. Und dann ab an mit dem Tröde hier. Husch, husch. Und dann gehen wir auch gleich nochmal ein wenig Rohöl besorgen. Das war ja knapp. Das war ja knapp. Ja, sorry, in dieser Rumfahrerei hier, aber ich glaube, ich habe es schon mal erwähnt. Es hat seinen Sinn, das jetzt echt mal so zu machen. Und hier jetzt nicht noch... Also wir könnten jetzt natürlich, jetzt haben wir ja eigentlich ein bisschen Zeit, eine Zuglinie bauen. Aber ganz ehrlich, das ist den Aufwand einfach nicht mehr wert. Dafür, dass wir ja hoffentlich bald durch sind. Aber wir könnten mal ganz kurz, haben wir nämlich ja gar nicht erforscht, und Rot und Grün haben wir ja da. Ich hätte ganz gerne ein Tor. Ich muss es zugeben, ich hätte wirklich ganz gerne ein Tor hier. Machen wir beim nächsten Mal. Entschuldigt, ich habe gerade was getrunken. Wo sind denn die Fässer hin? Habe ich da nicht gerade Fässer aufgenommen? Habe ich die wieder reingelegt? So fängt's an, Leute. Könnt ihr noch mal ein paar Sekunden zurückspulen, was ich da gerade wieder für einen Blödsinn fabriziert habe? Da war ich offensichtlich nicht hell genug. Naja, passiert ja häufiger mal. Jetzt sind Tore fertig, supi. Jetzt brauche ich euch nicht mehr. Nachher. Wir gehen mal das Rohöl abliefern. Na gut. Wir nehmen erstmal einen Baum mit, der ein Stein ist. Ach, eigentlich sollte ich ja aufhören. Aber ich glaube, ich will das heute noch zu Ende spielen. Und ich glaube, wir schaffen das. Ich will fast zwar nicht sagen in dieser Folge, aber vielleicht... ja, wir haben tatsächlich Rohöl über. Das ist echt super. Ja, leichter wird halt sofort verbraten, aber... Ah, wohl ein bisschen, ne? Bleibt so bei 15. Pegelt sich es ein. Hier ist schon die erste Kiste im Eimer. It läuft, it läuft, it wird, Leute. Früher oder später werden wir damit fertig. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber das ist, naja gut, ein Raketentreibstoff, den haben wir als letztes angeworfen. Ne? Das ist ja alles ansonsten vom Verhältnis her 1:1. Dementsprechend ist es halt das, worauf hier jetzt am meisten gewartet wird. Alles andere ist da. Und wir sind bei 20%, das ist doch eigentlich ganz cool. Und das wird ja auch echt schnell gebaut. Was machen wir denn mit dem Raketentreibstoff?
Es dauert mir ja irgendwie viel zu lange. Module wären auch bald ein Problem. Hier wird aber auf jeden Fall ausgeräumt. Ich habe, glaube ich, kein Eisen. Ich habe keine Zahnräder. An denen bin ich, glaube ich, schon vorbei. Und dann können wir einfach mal noch eine Chemiefabrik bauen. Und gegen ein Rohr rennen natürlich. Das machen wir auch, weil das ganz toll ist. Splitter. Ich glaube, da ich da unten ran will, machen wir das so. Und Kohle. Einmal Strom. Und einmal raus. Läuft. Hervorragend. Ja, jetzt heißt es irgendwie so ein bisschen warten, ha? Huh? Guckt euch mal, wie weit sich das hier schon staut. Na, halt wüsste, wie viel man jetzt schon hat, ne? Könnte man den Trödel auch abschalten. Naja, so viel werden es ja wohl nicht sein. Oh, hier wird Stahl zum Problem. Okay. Aber wir sollten noch gar keine anderen... Oh, hier... Weg mit euch. Brauchen wir nicht mehr. Was haben wir denn noch an Stahlabnehmern? Okay, hier unten, aber das ist ja minimal. Minimal. Es wird gerade einfach nicht noch hergestellt. Doch, wir können das hier noch alles auslagern. Ja, ansonsten sieht es natürlich ganz gut aus. Strom, ja, geht. Räumen wir mal auf. Sieht hier so aus, hier ist alles supi. Ist auch alles supi. Wird ja gar nicht genug von verarbeitet. Also wir können natürlich noch so ein bisschen Rot-Grün-Forschung und so. Da würde ich mich ja fast noch zu breitschlagen lassen. Oh, guckt mal, Landfill zum Beispiel. Das ist ja nur Rot-Grün, das ist ja... Also eigentlich nur Eisen und Kupfer. Das können wir ja ruhig noch ein bisschen rausschöpfen. Ich will halt nur die blaue Forschung nicht mehr anwerfen, weil da halt natürlich dann auch... ihr wisst schon, Öl mit dran beteiligt ist und da wir ja so oder so ein leichtes Ölproblem haben,
wo es eigentlich, glaube ich, gerade ganz gut läuft. Ja, das ist ein Soundbug, Leute. Ist ja auch scharf. Ach hier, wir forschen nebenbei mal so ein bisschen. So ein Krams, das kann nicht schaden. Hier hinten laufen nicht, weil da nicht genug. Ich ahne schon, woran das liegt. Ich habe das natürlich jetzt hier alles nur 1:1 gebaut, aber ich habe keinen Stack-Size-Bonus drin. Vermute ich mal. Nee, nur für Stapel-Dings da. Deswegen legt er hier einfach nicht genug raus. Und deswegen kommt da hinten nicht genug an. Dun, dun, dun. Wir können ja mal in die Richtung vorne für Stapelgreifarme. Was ist, wenn ich das andere gerne hätte? Stapelgreifarme? Achso, nicht Stapelgreifarme. Ah, kommt also danach. Denn wenn wir das durchgeforscht haben, sollte das hier auch besser laufen. Dann legen die natürlich nämlich auch immer gleich mehr raus. Es wird hier Kupfer, auch Kunststoffe auch besser. Der Trödel wird dann auch mehr laufen. Der Soundbug ist ja echt nervig. Ist hier was drin? Ja, aber auch nicht mehr so viel. Was können wir denn noch so optimieren? Also wie gesagt, ich glaube, dass wir das echt ganz gut schaffen werden. Ich glaube, das wird nicht unbedingt das Problem werden, dass wir das nicht... Achso, ich wollte den Trödel ja mal loswerden. Da ich den schon so lange in meiner Tasche sehe und der mich vollkommen annervt. Cola wollen wir auch nicht. Mann, wie viel Kupfer ich auch wieder dabei habe, ist ja... Kiste. Da ist auch ganz viel Kupfer drin. Ganz viel Kohle und ganz viel anderer Kram. Ich glaube, wir gehen nochmal Öl holen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr euch das so vorstellt. Achso, nein, ich wollte unten das weiter ausbauen. Ich dachte mir, wenn das jetzt schon so lange dauert, dann machen wir den Raketentreibstoff hier unten. Erhöhen wir da einfach noch ein bisschen die Produktion. Also... Dann haben wir ja noch was da. Naja. Es nimmt natürlich langsam ab und Leichtöl steckt auch nicht. Petroleum sieht dafür aber mal ganz gut aus. Aber es ist schon wieder nicht mehr genug Rohöl da. Und ich hänge schon wieder fest. Mann, no! Doch. Wasser? Wasser! Tatsache. Ich komme nicht ran. Ich will umbauen, wieder Mist gebaut. Ja, damit ist er vielleicht gleich rein. Nochmal ein bisschen mehr ansteigen. Hervorragend. Können wir mir ein Türchen bauen? 1, 2. Brauchen wir noch ein bisschen Stahl. Und dann forschen wir das. Ist das Auto hier? Ja. Ist das Auto ganz? Nein. Auto jetzt ganz. Was wollte ich? Ach, Stahl wollte ich holen. Ja, Stahl sieht auch besser aus jetzt. Tore.
Stopp. Ich habe meine Gründe. Und zwar haben wir ja bestimmt keinen Treibstoff gleich mehr. Deswegen holen wir jetzt nochmal uns ein bisschen Kohle. Na, nochmal durch so 50er hier mit. Wir wollen ja nicht mitten irgendwo rumliegen und so, ne? Nicht, dass wir irgendwo stehen bleiben und dann kommen wir da nicht mehr weg. Und dann, ach, weiß man ja, alles nicht so toll. 33. Oh, haben wir ein Stündchen, das wird knapp, glaube ich. Der braucht halt so lange. Ach, hier schon wieder durch. Mist. Auto nicht mehr ganz. So. Boah. Nee. Nicht mal treffen kann ich. Hervorragend. Dankeschön. Oh, war nicht so prall. Ja, besser als nix. Und wieder zurück. Tja, die Frage ist, wie machen wir das Ganze denn jetzt noch ein bisschen spannender? Also, so von der Länge her. Weil wir haben jetzt natürlich, wir haben jetzt einfach echt nicht viel zu tun, außer zu warten und ab und zu mal ein bisschen Öl zu besorgen. Und ich weiß, das ist nicht viel, aber so ist es nun mal. Petroleum sieht gut aus. Sogar Leichtöl geht ein bisschen voll. Das finde ich super. Rohöl war gerade schon nicht mehr so toll. Aber noch was da. Okay. Gut. Die Frage ist, erweitern wir hier den Trödel? Ja, nein, vielleicht. Aber das dauert halt einfach so lange. Da habe ich keine Fließbänder mehr. Ja, machen wir halt noch, ne? Da wird jetzt wahrscheinlich das hier leer laufen gleich. Ja, und jetzt legen sie mehr aufs Band. Ach, das ist so toll. Dass die das jetzt können, finde ich echt klasse. Es dürfte ja eigentlich keine Abnehmer mehr dafür geben, aber sicher ist sicher. Wir haben tatsächlich sogar Petroleum. Was mich ein wenig dazu veranlasst, dass ich mehr Fließbänder brauche, dazu werde ich veranlasst. Ja, dass ich aber es laufen alle. Glaube ich. Ja. Okay. Gehen wir mal Lucky Lucky machen. Du brauchst schon blau. Blau wollen wir nicht. Dann forschen wir irgendetwas, was nicht blau ist.
Landminen. Flop. Gleich fertig. Strom. Wer hätte das erwartet? Stein? Stein hätte ich ganz gern, denn bauen wir da halt noch ein bisschen was hin. Könnte man noch ein bisschen Landfill craften. Eine Pumpe. Und Röhrchen habe ich bei. Dann machen wir halt nochmal Strom. Wo stehen die denn so blöd? Wäre auch so gegangen. So geil, wenn die alle anfangen, sich zu bewegen. Das finde ich, sieht echt klasse aus. Baum im Weg. Gewesen. So, und dann können wir ja mal... reinbauen, damit wir hier das mal irgendwo gerade ransetzen können. Und Wasser, go! Das sieht so toll aus. Das ist wirklich schön. Boah, wir sind immer noch so hart an der Grenze. Die ganzen Dinger brauchen halt so wahnsinnig viel. Und die, die halt da rumstehen und nichts fabrizieren. Dass hier natürlich alles steht. Also ich reiße jetzt einfach die, die nicht laufen, reiße ich jetzt einfach ab. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich meine, es reicht, aber wir sind echt knapp dran. Also Stein werden wir auf definitiv nicht mehr brauchen. Sparen wir mal ein bisschen Strom. Hier laufen alle bis auf der eine. Das ist okay. Hier laufen irgendwie alle. Ah, ich liebe ja diese Felder aufzuräumen. Das mache ich ja total gerne. Der denn da so? Dann haben wir halt noch voll viele Maschinen, die ja auch Strom fressen und wenn sie rumstehen. Ja, du kannst von mir, ist Mauerproduktion, ist in Ordnung. Ist auch alles okay. Du produzierst nichts.
Dann können wir hier diese komplette Produktion mal abbauen. Jetzt glaube ich, jetzt baue ich die komplette Fabrik wieder ab. Das wäre ja auch voll schön. Aber wir wollen mit diesem Spielstand, Speicherstand ja so oder so nur ja, nur dieses Achievement machen. Also dieser Spielstand wird danach eingemottet und nicht mehr weiter benutzt. Deswegen kann ich das auch alles abbauen. Es wäre jetzt natürlich noch schön, wenn ich jetzt Roboter her haben würde, die das abbauen, aber habe ich nicht. Oh. Das ist natürlich ungünstig. Wir haben die Hälfte. Wir haben noch eine Stunde. Okay, ich würde sagen, das sieht ganz gut aus jetzt. Hier wird teilweise immer noch zu wenig hergestellt von den roten Chips. Dass wir da die Module nicht richtig voll kriegen, aber ich sag mal so, es laufen alle Maschinen, von daher ist es vielleicht auch erstmal gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, ob alle Maschinen laufen. Die da oben laufen nicht, ne? Die da oben laufen nicht. Hm. Tü, tü, tü. Oh, es ist Überlenkzeit. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.